Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Schminki mit Produkten von Lookfantastic, denn die haben da gerade Mega-Sale. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Mega-Sale, also krass, was da gerade so abgeht. Und zusätzlich auf die bereits rabattierten Produkte bekommt ihr mit Claudi Welt, das ist mein Code, den ich dort habe, 11% nochmal runter vom Preis. Und ich habe euch schon manche Produkte auf Instagram geteilt und gezeigt und euch da auch gezeigt, dass man richtig krass sparen kann. Und wir probieren uns hier mal so ein bisschen durch. Ein paar neue Produkte habe ich hier, ein paar Sachen aus meinem Schränkchen hinter mir. Und da habe ich zuallererst hier mal von Iconic London das Prep Set Glow. Ich mag einfach, wenn das so aussieht, ne? Ich habe eben, weil ich heute viel geschwitzt habe, meine Pflege noch ein bisschen aufgefrischt. Deswegen reicht mir das wahrscheinlich auch schon. Puh, da muss man ein bisschen aufpassen. Das springt einen schon sehr an. Wow, gibt aber richtig, richtig Glow. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Ich weiß gar nicht, verreibt man das? Tupft man das ein? Weil du kannst es ja auch als Primer verwenden. Und ich finde es ganz angenehm, dass man halt bei diesen hochpreisigen Marken auch die Möglichkeit hat, die Produkte zu einem etwas günstigeren, also nein, Quatsch, doch zum einen auf einen etwas günstigeren Preis mit einem Rabatt zu bekommen, aber auch etwas kleiner zu bekommen, dass man die halt erstmal ausprobieren kann, ne? Eine Foundation habe ich ganz neu, da bin ich sehr gespannt drauf, von Bare Minerals Original Liquid Mineral Foundation. Die scheint neu zu sein. Lichtschutzfaktor 20 ist wenig, aber besser haben als brauchen, in der Farbe Fair Ivory 02. Und die hatte mir auch meine Kontaktperson bei Lookfantastic empfohlen, dass ich die mal ausprobieren sollte. Ach krass, guck mal, man dreht die und dann kommt die so hoch. Das ist natürlich fancy. Farbe müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Die Pinsel, die ich verwende, sind von Zoeva und ihr bekommt auch Zoeva im Online-Shop von Lookfantastic. Deswegen habe ich mir gedacht, macht das auf jeden Fall Sinn. Ups, die ist doch sehr gelb, ne? Oh, nein! Oh! Und ich hatte ein bisschen Bedenken, dass die Bare Minerals Foundation vielleicht ein bisschen zu, ich weiß nicht warum, zu matt für mich sein könnte, weil ich Bare Minerals damit auch in Verbindung bringe. Wahrscheinlich wegen dieser Puder-Foundation. Oh mein Gott. Wir tun jetzt einfach mal so, als hätte ich die richtige Farbe ausgewählt und pinseln uns dann auch dementsprechend Hals und Dekolleté ein. Die Foundation ist, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die blendet sich an manchen Stellen so ein bisschen weg, wie hier zum Beispiel. Und auch an der Nase, da funktioniert das nicht ganz so gut. Hier hat sie sich auch nicht so gut einarbeiten lassen. Also, und hier zum Beispiel ist auch irgendwie so eine Lücke, ne? Ich habe aber überall Foundation aufgetragen. Ich mag den Glow und ich mag auch das Hautgefühl, denn es fühlt sich einfach an, als hätte ich mir ein bisschen Pflege aufgetragen, aber mehr nicht, ne? Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm. Deswegen möchte ich gleich einfach schauen, wie sich die Foundation mit den anderen Produkten auch verhält. Eher eine leichte Deckkraft. Dann habe ich natürlich auch hier den Natasha Denona High Glam Concealer. Den habe ich mir aber selber gekauft in der Farbe N2. Da schwärmt ja gerade so gefühlt jeder von. Ich trage den aber wirklich nur recht dezent erstmal auf und verteile mir den mit dem Schwämmchen. Die Farbe passt bei mir jetzt im Sommer auf jeden Fall, ne? Und er gefällt mir wirklich gut. Also der hat sich schön einarbeiten lassen, liegt nicht auf der Haut, verbindet sich schön, hat aber eine sehr leichte bis mittlere Deckkraft, würde ich sagen. Ist nicht so Full Coverage oder so. Meine Haut sieht wie Haut aus, aber perfektioniert. Und das gefällt mir wirklich gut. Oldie but Goldie MAC Paint Pot in der Farbe Painter. Die verwende ich jetzt als Lidschattenbase. Den habe ich wirklich schon seit Ewigkeiten und er ist einfach immer noch gut. Alle Produkte sind natürlich auch unten in der Infobox verlinkt, ne? Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und stöbern, wenn ihr möchtet. Abpudern möchte ich die Geschichte mit Bobbi Brown. Auch dieses Puder wurde mir empfohlen von meiner Ansprechpartnerin. Sheer Finish Pressed Powder in der Farbe Pale Yellow. Eine wunderschöne, super edle Verpackung, ne? Finde ich so schön, auch mit dem Gold und dem Schwarz, das ist schon cool. Dann haben wir hier das Puffelding, was ich eher weniger verwende. Eine Folie, die ich abnehme. Und dann haben wir hier das Produkt Yellow vor allem, ne? Da habe ich ein bisschen, mal gucken Gefühle. Ich gehe damit dann erstmal unter meine Augen und zette damit, und auch auf meine Augen, um meine Augen drumherum und zette damit meinen Concealer. Das funktioniert sehr schön. Ja, ein solides Puder, wo man aber definitiv nicht nur so einen Hauch von auf dem Gesicht hat, sondern man merkt halt schon, es ist ein gepresstes Puder und es ist schon, ja, sehr, sehr settend, ne? Also meine Foundation und meine Base und so, die fühlen sich jetzt auch sehr
gefestigt an, was positiv ist. Dann habe ich hier von Iconic London den Bronzer, der musste mit. Mein Full Face Iconic London muss irgendwann stattfinden, ich habe da so Bock drauf. Ultimate Bronzing Powder in der Farbe Light Bronze und der sah so gut aus. Der hat auch irgendwie was Aschiges, ne? Ich glaube, wir werden Freunde. Ja, gleicher Pinsel wie gerade, ne? Oh, ich hätte es wahrscheinlich erstmal vorsichtig probieren sollen, egal. Und dann gebe ich ihn mir auf meine zu bronzenden Stellen. Oh, der ist toll. Der ist so richtig weich und weiß ich nicht, lässt sich schön verblenden. Ist nicht zu viel, wenn ich den auftrage, ne? Den finde ich großartig. Ist auch eine tolle Alternative zu dem Too Faced, würde ich mal so sagen. Ja, wirklich, weil das ist so ein leichtes Zwischending zwischen dem Milk Chocolate Soleil und dem Chocolate Soleil. Und das ist halt die Farbe für mich dann, gerade jetzt im Sommer, ne? Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich mit Look Fantastic hier auch einen Kooperationspartner habe. So richtig verrückte Marken wie NARS, Natasha Denona, Bare Minerals, einfach euch zeigen zu können, die mit euch testen zu können. Klar, einen Teil der Produkte habe ich mir selber gekauft und habe da auch mein Geld für ausgegeben. Aber ein Teil der Produkte wurde mir dann ja auch gestellt. Und die hätte ich mir dann wahrscheinlich auch einfach zum Teil nicht unbedingt direkt leisten können und so. Und so kann ich das dann einfach auch direkt mit euch zusammen ausprobieren, kann euch gegebenenfalls Produkte empfehlen oder entfehlen, je nachdem, ne? Ich finde es total toll und bin sehr, sehr dankbar dafür. Ja, ich habe ja eben von NARS gesprochen. Da habe ich die wunderschöne Palette auch schon bei der lieben Jenny von Jennys Highlights gesehen. NARS Orgasm. Da muss ich immer an sie denken. Das hat so einen Bart. Ich lieb's. Ich liebe diese Frau. Verlinke ich euch in der Infobox. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Das ist das Blush Quad. Und ich werde das verwenden als Blush und Highlighter, weil hier dieser Ton, den kann ich bestimmt auch als Highlighter verwenden. Oder ich mache halt einfach einen Blush Light daraus. Ich denke, dass das hier der klassische Orgasm sein wird. Deswegen gehe ich jetzt erstmal in diesen Ton hier rein. Haben die Farben Namen? Nee, eigentlich nicht, ne? Doch, Swinger, Orgasm X, Orgasm und Orgasm Rush. Also ich gehe jetzt quasi in Orgasm X rein. Sehr pink. Und trage mir das mit einer relativ leichten Hand auf. Sehr schön. So schön frisch. Guck mal. Und der hat natürlich auch einen Glanz mit dabei, ne? Schön. Das ist schon meins, ne? Das ist toll. Edel, edel, sprach der Wedel. Richtig cool. Und jetzt gehe ich auch mit der Pinselspitze hiervon in den hier oben rein. Wie heißt du? Swinger. Und mache mir damit hier ein Highlight. Oh, das geht. Nö, gefällt mir. Also das ist eine sehr schöne Palette. NARS Orgasm kennen wir ja auch in dem Sinne, ne? Das ist ein wundervoller Blush. Und der hier ist dann eher so Richtung Herbst, wie gesagt, für mich. Sehr schön, tolle Empfehlung. Dann habe ich hier von Too Faced einen Augenbrauenstift. Den habe ich aber tatsächlich selber einfach in der Sammlung drin gehabt. Super Fine Brow Detailer. In der Farbe Taupe habe ich den. Der kommt aber ehrlich gesagt jetzt gerade nicht so ganz mit der Hitze klar, die hier oben herrscht. Ja. Draußen sind es auch 26 Grad und hier drin sind es dann meistens aufgrund der Lichter und so weiter nochmal so 10 Grad wärmer locker. Ich weiß leider nicht mehr, welche meiner Kolleginnen das hier empfohlen hatte. Ich weiß es nicht. Brow Gel von Ayeko London in der Farbe Clear, also durchsichtig. Ich hatte das mal in einer Box mit drin, ich glaube sogar in der Look Fantastic Beauty Box, ne? Hat so ein kegelförmiges Bürstchen. Das ist schon sehr, sehr nass, also da muss man aufpassen. Sonst bürstet man sich halt seine komplette Augenbrauenfarbe wieder raus. Ich glaube, Nicole Niederwien hatte das empfohlen, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Tja, und diese Lidschattenpalette wird aktuell von, ich glaube, jedem empfohlen, weil Natasha Denona hat mit der Yucca-Palette halt einfach eine richtig, richtig gute Palette rausgebracht. Ich habe euch da auch schon mal ein Reel zugeschminkt. Auf Instagram findet ihr das. Die hat sich wirklich gelohnt. Und da hatte ich euch auch direkt gepostet, als ich gesehen habe, dass man die für ungefähr 65 Euro bekommen konnte bei Look Fantastic, ne? Eine hammermäßige Palette, die ist so schön, also wirklich ganz tolle Töne, mag ich sehr, sehr gerne leiden. Die matten Töne haben sich sehr gut verblenden lassen, die Schimmertöne sind einfach fantastisch und da ich ja schon einen relativ aufregenden Look damit geschminkt habe, mache ich heute mal so ein bisschen dezenteren. Ich starte jetzt einfach mit der Farbe Citrine, das ist ein wunderschöner Ockerton und setze mir den auf mein komplettes bewegliches Lid. Auch ich ziehe den auch mal ein bisschen höher, dann haben wir den einfach schon direkt als kompletten Basiston für alles.
Als nächstes nehme ich den Ton Acadia. Das ist ein grünliches Ocker. Und den setze ich hier außen hin und auch in meine Lidfalte, um ein bisschen Dimension in den Look zu bringen. Ich setze mir den Ton auch direkt einfach mal an den unteren Wimpernkranz. Dann gehe ich in dieses richtig wunderschöne Zitronengelb Camu Camu für meinen Innenwinkel. Und dann gehe ich einfach mit meinem Finger in die Farbe Komorebi, das ist dieser Ton hier, und packe mir den einfach auf mein bewegliches Lid. Das ist, als würde ich eine Folie einfach über mein Augenlid machen. Wahnsinn! Ein ganz kleines bisschen setze ich mir den auch hier im Innenwinkel noch mit drauf. Und fertig ist der Look, ne? Also das ist halt so ein Look, der sich im Prinzip schon fast von selbst ergibt. Und der passt halt auch jetzt gleich zu meinem Kleid und gefällt mir enorm gut. Der zu Eva Catline Eyeliner wurde jetzt von keinem explizit empfohlen, aber ich habe ihn einfach da. Das ist einer mit einer Filzstiftspitze, die sehr spitz und lang nach vorne so geht. Und den hatte ich auch schon in meiner Sammlung, den habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. Bin da jetzt hier ein bisschen zu tief mitgerutscht, aber ich mag es einfach, wie präzise man damit zeichnen kann. Bei dem Urban Decay All Nighter Vitamin C Spray bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das Jennys Highlights war oder Contra Junkie. Auf jeden Fall ein Fixing Spray, was ich in der Tat kenne, aber das Vitamin C da drin ist für mich halt neu. Und das passt jetzt natürlich auch gut in den Sommer mit Sonnenschutz und so weiter. Ist das immer eine ganz gute Kombinationssache und den habe ich ja tatsächlich eben auch ganz frisch aufgetragen. Und oh ja, schöner Sprühstoß. Angenehmer Duft. Settet auf jeden Fall wirklich schön und verbindet alles auch wirklich toll miteinander, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ich habe jetzt kein Spannungsgefühl. Ich mag definitiv das All Nighter, also sehr gerne. Und da gibt es jetzt halt auch die Travel Size, gibt es aber auch in Full Size. Ne? Etwas, was Look Fantastic selber mir empfohlen hat, weil das war das Goodie, was mit im Warenkorb drin war. Laura Mercier Caviar Volume Panoramic Mascara, okay. Das ist diese hier, ist jetzt hier in einer kleinen Größe mit einem Milliliter einfach drin. Oh, wow! Das Bürstchen ist ja der Wahnsinn. Das ist ein Faserbürstchen, was sehr buschig ist und so geswirlt. Holla die Waldfee. Das finde ich aufregend. Hat gar keinen Duft. 1A. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die kann was, ne? Also ich habe sowieso jetzt aktuell auch, also durch das Wimpernserum, was ich verwende, wirklich wieder meine Wawawum-Wimpern wieder. Da habe ich jetzt gerade von Svenja Wahlberg das in Anwendung. Die macht schon schön Schwung, gibt auch Länge und Volumen mit rein. Also ich mag die Mascara. Die kann man sich definitiv mal anschauen. Den grünen Abschluss darf jetzt der Pout Balm von Revolution machen. Den habe ich hier und das ist jetzt die Farbe Rose Shine. Da geht es jetzt generell darum, dass Sarah Isabel die Revolution Lipsticks immer so hoch empfohlen hatte. Hä? Ah, jetzt kommt der hoch. Crazy, aber dann kann man den wahrscheinlich nicht wieder zurückdrehen. Genau, so einer ist das. Achtung, Achtung, Leute. Dann nehme ich jetzt hier mal mein Spieglein in meiner Hand. Oh, ich glaube, dem Pout Balm ist ein bisschen warm geworden hier. Da kenne ich meine Freundin aber sehr gut, um euch sagen zu können, dass sie diesen hier niemals empfohlen hätte, weil der ist so plumping mit Minze. Das ist gar nicht ihr Ding. Und Hitze ist definitiv auch gar nicht so das Ding von diesem Produkt, weil das wird dann ganz schön flüssig, ne? So wie die Pout Balm Dinger, die ich ja wirklich damals auch richtig geil fand und einen auch aufgebraucht habe. Das ist jetzt eigentlich nur in gepresster Form quasi, ne? Mag ich irre gerne, werde ich jetzt auch super gerne weiterverwenden. Mir gefällt dieser Look. Also das sind tolle Empfehlungen, die ich da von meinen Kolleginnen und Kollegen bekommen habe, aber auch von Look Fantastic selber. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, das war gerade ein dicker Brummer, der an mir vorbeigezischt ist, welches Produkt bei Look Fantastic ihr immer schon mal ausprobieren wolltet oder was ihr jetzt bei diesem Fullface auch super interessant fandet. Und ja, vielen Dank, wie gesagt, an Look Fantastic für die großartige Zusammenarbeit. Denkt an Cloudy Welt, da könnt ihr gerade echt krass sparen. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir ganz viele Sachen um mich herum. Schau da super gerne mal vorbei. Und ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!